In einer vielleicht nicht allzu entfernter Zukunft. Durch die starke Verschmutzung der Erde wurde die Ozonschicht so dünn, dass die Polkappen endgültig schmolzen. Der steigende Meeresspiegel überflutete ganze Kontinente, spülte Städte einfach weg. Die Menschen flohen vor dem Wasser in höhere Regionen, wo sie von den reißenden Fluten verschont blieben. Doch das eigentliche Problem trat erst später auf. Durch die immer weiter steigenden Temperaturen, durch die immer dünner werdende Ozonschicht, begann das Wasser an der Oberfläche zu verdampfen. Da es keine Wolken mehr gab, regnete es nicht mehr. Um den hohen Temperaturen und der Strahlung zu entgehen, flohen die Menschen in die Erde. Während man auf der Sonnenseite der Erde gebraten und verstrahlt wurde, war man auf der Schattenseite des Planeten tiefsten Temperaturen ausgesetzt. Man hatte die Wahl zwischen Erfrieren oder Verbrennen. Es gab noch unterirdische Wasserquellen, die von der Hitze oder der Kälte verschont blieben. Diese Quellen hatten sich Staaten oder große Industrielle unter den Nagel gerissen. Dieses Wasser wurde für Wucherpreise gehandelt. Wer nicht die nötigen Geldmittel besaß, musste halt verdursten. Warum? Wenn der Mensch eines besonders gut kann, sich an der Not anderer bereichern. Jahrelang gab es Krieg um das Wasser auf der Erde. Eines wurde den machtgierigen Leuten irgendwann klar. Das Wasser in der Erde würde nicht ewig reichen. In einem letzten klaren Moment der Besinnung und als das Geld nicht mehr wert war, als das Papier, auf dem es gedruckt war, wurden alle Streitigkeiten beigelegt. Und das größte Forschungsprojekt der Welt wurde ins Leben gerufen. Ein gewaltiger Plan wurde geschmiedet. Wenn es auf der Erde kein Wasser mehr gibt, wo dann? Genau, auf anderen Planeten und Monden. Nach geraumer Zeit und Forschung wurde klar, eine Umsiedlung der Menschen auf anderen Planeten, um dort zu leben, würde nicht klappen. Die Zeit war dafür zu knapp. Das Wasser auf der Erde würde nicht reichen. Aber Maschinen, die benötigen kein Wasser, um zu funktionieren. Geplant wurden Stationen auf diversen Monden unseres Planetensystems. Mit so wenig Menschen wie nötig, aber mit vielen Maschinen. Diese sollten auf den Monden gefrorenes Wasser herausbohren und fördern. Das Eis sollte dann zum Mars und unseren Erdmond geschickt werden, wo es gereinigt zur Erde geschickt werden sollte. Und was niemand für möglich hielt, alle Pläne wurden umgesetzt. Merkwürdig, wie schnell doch geforscht und gebaut wurde, wenn die einzige Bezahlung Wasser ist. In kürzester Zeit wurden Raumschiffe entwickelt. Raketen starteten beinahe stündlich. Eine Aufbereitungsanlage war in weniger als 2 Jahren auf dem Mond errichtet worden. Ein paar Jahre später war eine kleine Kolonie auf dem Mars entstanden. Diese funktionierte autark. Alles, wovon Forscher und Ingenieure träumten und nicht umsetzen konnten, da die finanziellen Mittel fehlten, konnte in Windeseile entwickelt werden. Fusionsantriebe, Sonnensegel und einen weiteren Antrieb, womit man 40% der Lichtgeschwindigkeit erreichen konnte, wurden gebaut, um an so viele Wasserquellen wie möglich heranzukommen. Förderstationen wurden auf den Jupitermond Europa, auf Triton Neptun, Titania Uranus, Rheha Saturn und eine auf den entferntesten Planetoiden Pluto errichtet. Je weiter eine Förderanlage entfernt war, desto weniger Menschen wurden dorthin geschickt. Die Station auf Pluto bot einen Menschen Unterkunft. Und da dieser vor Einsamkeit nicht verrückt werden sollte, wurde erstmalig eine KI mit dem Namen Keep installiert. Keep, K-I-P, stand ganz einfallsreich für künstliches, intelligentes Programm. Ein Satellitenkommunikationssystem wurde entwickelt mit der Bezeichnung SATCOM. Das erlaubte Kommunikation über weite Strecken ohne große Zeitverzögerung. Bis auf kleinere Unfälle bei der Errichtung der Förderanlagen verlief alles gut. Major Alan Clark,
ist seit ein paar Monaten auf der Pluto-Station und das ist seine Geschichte. Guten Morgen, Alan. Zeit zum Aufstehen. Wie spät ist es, Kip? Pluto-Zeit 37.58 Uhr, Erdzeit 7.30 Uhr. Gasprobleme, während ich geschlafen habe? Bohrer 5 scheint ein Ölleck zu haben. Die Effizienz ist um 4% gefallen. Die Anlageneffektivität ist bei 96% Leistung. Also alles soweit gut. Gut. Ich nehme eine Dusche und kümmere mich nach dem Frühstück darum. Die erste Dusche des Tages mit dem guten Pluto-Wasser. Ich werde die Kantine auf das Frühstück vorbereiten. Die gleiche Nahrung wie immer, Alan? Ja, Kip. Die gleiche Nahrung. Du könntest auch Essen dazu sagen. Klingt menschlicher. Ist es von Vorteil, wenn ich mich menschlicher verhalte? Ja, Kip. Wie ich dir schon mehr als einmal erklärt habe, desto menschlicher du dich verhältst, desto besser für meine Moral. Ich werde weiter daran arbeiten, deine Moral zu steigern. Danke. Ich werde dann mal. Und Kip, nicht Linsen. Linsen? Hülsenfrüchte gibt es erst am Donnerstag zum Mittag. Vergiss es, Kip. Rührei mit Speck zum Frühstück. In Ordnung, Alan. War das Frühstück zu deiner Zufriedenheit? Ja. Alles Bestes, Kip. Alan, ein Kommuniqué trifft soeben ein. Wer ist es denn? Es ist Hannes. Von der Triton-Bohrstation. Soll ich durchstellen? Klar. Stell durch, Kip. Guten Morgen, Alan. Na, wie geht es dir auf deinen Zwergplaneten? Wen nennst du hier Zwerg? Für mich ist der Pluto ein voller Planet. Egal, was mal im 21. Jahrhundert mal entschieden wurde. Und wenn du was Zwergenhaftes sehen willst, öffne mal deine Hose. Schlagkräftig wie immer. Bei dir muss man das auch sein. Dieses Satcom-Kommunikationssystem ist fantastisch. Bewundere ich immer wieder. Fast keine Verzögerung bei der Übertragung. Wenn man bedenkt, wie weit wir auseinander sind. Und hätten wir in unserer Station keinen künstlichen Tag-Nacht-Zyklus, würde ich hier verrückt werden. Einen Tag von ca. 153 Stunden ist nicht gerade gut anzupassen. Ich höre gerade, dass sich auch die anderen eingeschaltet haben. Guten Morgen, Titania, Europa und Rhea. Guten Morgen, Alan. Wie ist das Wetter bei dir? Guten Morgen, Jones. Außerhalb der Station ist es sonnig und kuschelig bei minus 220 Grad Celsius. Hier drin habe ich es übertrieben warm bei ganzen 22 Grad. Eine zu hohe Temperatur wirkt sich auf dein körperliches Wohlbefinden aus und könnte dich in schwierigen Situationen träge machen. Danke, Kip. Bonjour, Alan. Guten Morgen, Jack, du Saturnflitzer. Läuft bei dir alles gut? Alles läuft im grünen Bereich. Sag mal, wer ist heute für unsere morgendlichen Kommunikationsrunde der Moderator? Jones, du warst es gestern. Ich bin wohl wieder an der Reihe. Ah, nee. Gibt's jetzt wieder Hottentottenmucke? Was heißt die Hottentottenmucke? Ich habe hier eine auserlesene Sammlung von exquisiter Musik aus dem 20. 21. Jahrhundert. Sag ich doch. Hör auf, dich zu beschweren. Ich leg da mal los. Kip, Musikarchiv, privat L22. Abspielen, wenn ich es sage. Natürlich, Alan. Willkommen, liebe Zuhörer der interplanetaren Musikkunst. Ich bin Alan, der hohe Herrscher des mächtigen Reichs Pluto. Ich bin heute euer Moderator. Es sind angenehme minus 220 Grad an der Oberfläche und die Maschinen laufen soweit rund. Ihr freut euch doch bestimmt schon auf den Musikschmaus, den ich extra für euch nun abspiele. Lehnt euch zurück und genießt dieses musikalische Meisterwerk. Kip, abspielen! Ah, sag ich doch, Hottentottenmucke! Kunstbalance! Gib. Container 78 in die Startrampe und Abschluss vorbereiten. Container 78 wird in die Startrampe 13 transportiert. Synchron mit Marsstation in 030.
Container 78 ist in der Startrampe und ist bereit zum Abschuss. Okay. Kurs ist programmiert, Neigungswinkel eingestellt. Zeit, etwas Wasser in Richtung Heimat zu schicken. In 5, 4, 3, 2, 1. Abschuss. Abschuss erfolgt. Container 78 ist auf Kurs und die Flugbahn stabil. Sehr gut. So, die heutige Lieferung ist unterwegs. Ich werde mich nun um den defekten Bohrer kümmern. Reparaturanzug und Hilfsdrohnen werden vorbereitet. Ach, und Kip, wenn ich nicht zurückkomme, kannst du meine Musiksammlung behalten. Dann werde ich etwas nachlässiger bei den Vorbereitungen sein. War das gerade schwarzer Humor? War das unangebracht? Nein, nein, Kip. Alles bestens. Du lernst dazu. Ich gebe mir Mühe, weiterzulernen. Und jetzt mach, dass du nach draußen kommst. Nicht übermütig werden. Geht klar, Alan. Ja, ich sehe schon. Dieser Ölzufuhrschlauch ist gerissen. Kip, öffne bitte die Hilfsdrohne und reiche mir den 2,5 Zoll Schlauch. In Ordnung. Werkzeuge sind wie immer am selben Platz. Na, das will ich wohl meinen. Atme noch etwas ruhiger. Dein Sauerstoffverbrauch ist erhöht. Ich gleiche es aus. Wie arbeitet die Heizung in diesem Anzug? Heizleistung ist bei 100%. Ich muss immer daran denken, dass ich hier so viel Wärme verbrauche wie ein kleines Haus. Bei minus 223 Grad Celsius ist das auch ratsam. Du würdest in Sekunden erfrieren, wenn du hier den Anzug verlässt. Nee, danke, dass du mich daran erinnerst. Ich hatte sowieso nicht vor, hier draußen in der Sonne zu liegen. Wäre nicht zu empfehlen. Haha, so. Wie sagte mal ein weiser Mann? So, sagt jemand, der was getan hat. Okay, Kip, gib mal Druck auf den Bohrer. Öl wird angewärmt und in die Leitung gepumpt. Öldruck stabil. Bohrer kann wieder problemlos betrieben werden. Dann schmeiß ihn an. Ich mach mich auf den Rückweg. Springe auf B6. Weißt du, Kip, es macht überhaupt keinen Spaß, gegen eine KI Schach zu spielen. Mit deiner Rechenkapazität halte ich einfach nicht mit. Tut mir sehr leid, dass ich schlauer bin als du. Man könnte langsam meinen, dass du ein Mensch wärst. Irgendwie unheimlich. Vielen Dank für das Kompliment. Wie spät ist es, Kip? Pluto-Zeit 49.18 Uhr, Erdzeit 19.20 Uhr. Okay, Zeit für den Bericht an die Erdzentrale. Kip, stell eine Verbindung zur Erde her. Verbindung zur Erde wird initialisiert. Verbindung steht. Earth Control? Hier Pluto-Station. Earth Control, bitte melden. Kip? Die Verbindung steht? Die Verbindung steht. Keine Störungen. Earth Control? Hier Pluto-Station, bitte kommen. Sind die Satelliten intakt? SATCOM arbeitet einwandfrei. Und warum meldet sich keiner? Das liegt außerhalb meines Kenntnisbereiches. Stell mir eine Verbindung zu Triton her. Eine Verbindung zu Triton wird eingerichtet. Verbindung steht. Pluto an Triton, bitte melden. Alan, alles in Ordnung bei dir? Bei mir schon. Ich bekomme nur keinen Kontakt zur Erde. Wie? Kein Kontakt? Ich wollte gerade über meinen Status berichten, nur bekomme ich keine Rückmeldung. Warte mal, ich versuch's mal. Okay. Alan, die Scanner der Bohrer 5 bis 7 orten eine dicke Schicht unbekannten Materials. Nicht jetzt, Kip. Was zum Henker? Kip? Die Bohrköpfe 5 bis 7 weisen Schäden auf. Sie sind auf eine metallbasierende Schicht im Eis gestoßen. Verdammt! Alan, was ist los bei dir? Einige Bohrer haben sich festgefahren. Hast du die Erde erreicht? Nein. Ich werde mal bei den anderen nachfragen. Okay, Hannes. Ich muss mich erstmal um den kaputten Bohrer kümmern und herausfinden, wo die draufgestoßen sind. Kip, stell die Bohrer 5 bis 7 ab. Bohrer 5 bis 7 werden heruntergefahren. Erste Analyse? Die Bohrköpfe 5 bis 7 sind irreparabel beschädigt. Wie kann das passieren? Diese Bohrer machen selbst Diamanten zu Feinstaub. Unbekannt. Die Bohrer sind auf eine metallbasierende Schicht gestoßen. Sagtest du schon. Nur was für eine Schicht? Unbekannt.
Stoppe bitte auch die anderen Bohrer. Ich habe keine Lust, dass sie uns auch noch kaputt gehen. Bohrer werden heruntergefahren. Wie tief waren die Bohrer? Die Bohrer 5 bis 7 waren bei ca. 840 Meter. Gut. Schicke alle Vermessungssonden raus. Die sollen die Gegend scannen. Stell die Scanner auf Maximum. Ich hoffe, die schaffen es, so tief zu messen. Sonden werden gestartet und zum Planquadrat 45 bis 67 gesandt. Als ich heute Morgen aufgestanden bin, hätte ich nicht gedacht, dass wir kaputte Bohrer haben und wir von der Erde abgeschnitten sind. Sonden sind an den Koordinaten angekommen und beginnen mit dem Tiefenscan. Ich schicke dir die Bilder auf den Monitoren 3 bis 5. Was zum Teufel? Gib! Was sehe ich da? Es befindet sich eine Struktur unter dem Eis, bei einer Tiefe zwischen 800 und 900 Meter. Das ist doch keine natürliche Struktur. Analysen zeigen, dass eine derartige Struktur in freier Natur nicht zu finden ist. Heißt das, sie wurde erschaffen? Unbekannt. Aber nach meinen Analysen muss diese Struktur von einer Intelligenz gebaut worden sein. Ich dachte unbekannt. Wie groß ist es? Die Struktur dehnt sich weit über die Planquadrate 45 bis 67 hinaus. Das ist riesig! Ich schicke die Sonden weiter hinaus und beginne neue Messungen. Kip, kann das von einer außerirdischen Rasse gebaut worden sein? Bisher haben wir auf keinem Planeten in unserem Sonnensystem Anzeichen für Leben entdeckt. Nicht mal Mikroorganismen. Es ist aber im Bereich des Möglichen, dass diese Struktur von einer hochentwickelten Rasse erschaffen wurde. An irgendwas erinnert mich das, was ich sehe. Durchstöbere die Datenbanken und vergleiche die Baustile mit den Bauten auf der Erde. Suche wird gestartet. Sonden sind so weit wie möglich ausgeschwärmt. Beginne mit dem Tiefenscan. Und? Wie sieht's aus? Die Struktur dehnt sich weit über unseren Einflussbereich hinaus. Warum wurde es nicht schon bei der Richtung dieser Anlage entdeckt? Aus zeitlichen Gründen hat man diese Station sowie die anderen Stationen gebaut und nur ca. 400 Meter tief gescannt. Unsere Station liegt 200 Meter im Inneren von Pluto. Da man nur Eis und Mineralien fand, hat man darauf verzichtet, tiefer zu scannen. Schlampig. Die Durchsuchung der Datenbank ist beendet. Und? Was hast du gefunden? Die Form und Art, wie diese Struktur gebaut wurde, zeigt Gemeinsamkeiten mit den Bauten der alten Hochkulturen der Erde auf. Den Hochkulturen? Die Pyramiden in Gizeh, Machu Picchu in Peru, die Sonnenpyramide in Mexiko und weitere Bauwerke auf der Erde weisen Gemeinsamkeiten mit den hier unter dem Eis befindlichen Strukturen auf. Seit Jahrhunderten rätseln die Menschen um diese Bauwerke. Wie es die Hochkulturen zur damaligen Zeit rund um den Globus geschafft haben, ihre Bauwerke so zu errichten, dass sie Zehntausende von Jahren allen Naturkatastrophen trotzen. Die Theorien, dass die Bauwerke außerirdischen Ursprungs sind, konnten nie bewiesen werden. Bis jetzt. Das ist... Mir fehlen die Worte. Ein Kommuniqué von Reha kommt rein. Von Jack? Stell durch. Alan? Ich weiß nicht, was hier los ist. Alles spielt verrückt. Ich kann weder die Erde noch die anderen erreichen. Alan, der Boden tut sich auf. Was meinst du damit? Der Boden von Rea reißt auf. Ist deine Station sicher? No. Ich habe meine Mannschaft in den Rettungskapseln geschickt und werde mich gleich auch dahin machen. Mach, dass du da wegkommst. Ich werde sofort. Oh, oh mon Dieu. Alan, aus dem Boden starten Raumschiffe. Riesengroße Raumschiffe. Raumschiffe? Du meinst? Es sind keine Eis- und Steinbrocken, die hier ins All fliegen. Merde! Jack? Jack! Tut mir leid, Alan. Die Verbindung wurde unterbrochen. Versuch, die anderen zu erreichen. Verbindungsversuche werden initialisiert. Verdammt! Die Verbindungen zu allen Stationen sowie zur Luna- und Marsstation sind gestört. Ist das ein Witz? Tut mir leid, Alan. Hast du Zugriff auf das SATCOM-Satellitensystem? Stelle Verbindung her. Positiv. Schicke zu den Stationen Funkfeuer und versuche mit den Signalen eine Art Triangulation. Das würde so nicht funktionieren, aber ich weiß, worauf du hinaus willst. Ich führe Kreuzpeilungen aus, in Abständen von wenigen Sekunden. Ja, du hast das verstanden. Eine Art Sonar im All, nur mit Funkwellen.
Laut meinen Analysen sind von allen Stationen sowie von den anderen Monden Objekte auf dem Weg zum Zentrum unseres Sonnensystems. Vorberechneter Kurs, die Erde. Scheiße. Ein Kommuniqué von der Erde trifft ein. Na endlich, ich muss sie warnen. Earth Control, hier Pluto-Station, passt auf. Mehrere Objekte sind auf dem Weg zu euch. Da bist du. Ja. Wer? Hast du wirklich geglaubt, mich mit Hilfe eines Schamanen von dir zu trennen? Nein! Alan, der Pakt kann nicht so einfach gebrochen werden. Alan, wer ist das? Meine Stimme in Mustererkennung kann diese Stimme keinem Lebewesen zuordnen. Hast du geglaubt, dass du vor unseren Pakt fliehen kannst? Ich bin bis nach Pluto geflohen, um dir zu entkommen! Du kannst mir nicht entkommen, Alan. Oder soll ich sagen, Vito? Michael? Jonathan? Oder Charlie? Ich dachte, ich wäre dich für immer los und ich könnte nun endlich irgendwann sterben! Alan? Was geht hier vor? Wer bist du, Alan? Danke, Charlie. Dank dir und deinen Streben, mir zu entkommen, bist du genau dahin geflüchtet, wo ich dich hinhaben wollte. Dieses Planetensystem gehört seit Millionen von Jahren uns. Nur durch die Gezeiten und Veränderungen der Planeten wurden unsere Bauwerke im Eis eingeschlossen. Ich war der Wächter und derjenige, der dafür Sorgen tragen musste, dass er diese Welten erreicht und das Eis bricht. Du hast mich Jahrhunderte ausgenutzt für deine Zwecke. Du wolltest mich nicht vor den Tod bewahren. Du bist nicht der Einzige. Lass mich doch endlich gehen. Du bleibst genau da, wo du bist. Teile die Einsamkeit für die Ewigkeit, die ich dir geschenkt habe. Nein, lass mich endlich gehen. Nein. Charlie. Ah!